Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket League. Bei Rocket League ist es immer schwierig, irgendwelche Sachen hochzuladen. Ich könnte euch so eine langweilige Runde hochladen, aber das interessiert wahrscheinlich niemanden. Deswegen lade ich bei Rocket League immer nur lustige Sachen hoch. Jetzt ist es so, ich spiele Rocket League immer mit dem Daniel im Duo. Und wir haben tatsächlich seit mehreren Wochen kein Rocket League mehr angefasst. Und gestern war es dann mal wieder soweit. Und bei jedem Tor, was man schießt, spielt man, also beziehungsweise man kann sich eine Torhymne aussuchen. Und bei mir war es von den Wenger Boys ein Lied, was ich euch jetzt mal einspiele. Oh, war der schön. Danke, oh Mann. Wow. Ja, fand ich sensationell. Aber es gibt noch ein anderes Lied. Und zwar hat mir das immer sehr, sehr gut gefallen. Das gibt es, glaube ich, schon seit Anbeginn bei Rocket League. Und irgendwie ist das immer ein Ohrwurm. Ich spiele euch das jetzt mal ein. Sensationell. Ich mag das voll, voll gerne. Und dann habe ich die Torhymne gewechselt und danach lief nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Ich habe kein Tor mehr geschossen. Ich habe kaum noch einen Ball getroffen. Es war einfach furchtbar. Und dann sind wir ins letzte Spiel des Abends gegangen und es war einfach der reinste Chaos, beziehungsweise das reinste Chaos. Guckt es euch an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Scheißspiel, ey. Wir hatten keinen einzigen Schuss. Mann, ich will endlich mal Eclipses hören. Ja, wenn du so scheiße bist. Ich mach gleich wieder hier... Vancouver Boys. Wie heißen sie? Wie heißen sie denn? Wasser Boys? Vancouver. Wie heißen sie denn? Wenger Boys. Wenger Boys. Ach man, Daniel. Was will er denn mit okay? Och Mensch, was mache ich denn? Das ist gefährlich. Ich stand da nicht drauf. Das war mein Schuss. Ach, dann trifft das sehr gut. Nein, ich treffe den gar nicht gescheit. Ist er ja schon. Hab ich. Ich finde jeden Ball wirklich nicht schlecht, ne? Mhm. Mitte? Ja, der ist slow. Ah, oh, aber er hätte fast gepasst. Oh ne, der passt vom Timing nicht, das sehe ich schon. Oh, da hast du mich! Oh wow! Ja. Da dachte ich nicht, dass du den nicht kriegst. Da 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 da, na 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 na! Das ist gut!
Soll man die Fresse halten? Ja, der lag leider zu weit bei denen in der Hälfte. Oder mal wieder die Schwuli-Boys drauf machen, dann fällt wenigstens ein Tor. Mann, Daniel, halt den doch. Ja! Das ist nicht gut. Das klingt wie European Contest. Wie heißt das blöde Kackzeug? European Song Contest. Machen! Bin er da? Ach. Ach du lieber Gott. Du hast mich kaputt fahren, hast du gesehen? Ja. Oh Mann, da stellst du mich vor eine Aufgabe. Ich hab ihn verarscht, Daniel. Nein! Ja, den nicht. Liegt nicht vom Tor. Alter, den hast du fast scharf gemacht. In Mitte? Ja! Nur eins. Das blöde Lied jetzt weg. Will meins hören. Ey, ich habe seitdem ich gewechselt habe nicht ein Tor geschossen. Ja, merkst du was? Ja, Ruhe jetzt. Muss es immer ansprechen. Einmal mit Profis. Sei spielen. Ruhig. Er ist kaputt, aber der kommt. Achtung. Ach du Scheiße, Daniel. Kein Boost mehr. Ich war Daniel, ich schieß kein Tor. Geht der? Nee. Hey. Ja, ich fahr Mitte. Ah. Noch mal dran da. Ja, er hält mich doch auf. Mach was. Ich kann doch nicht. Ja. Ich hab keinen Boost. Daniel, du! Da ist es! Voll das Billiglied, Alter. Ey, das ist voll gut. Ich finde das voll gut. Ja, ich bin nicht da. Peter! Mit null Boost in der Mitte. Mit null Boost in der Mitte, mit null Boost in der Mitte! Ich hab ihn! Ah! Ja! Nein! Daniel! Ach, was für eine Parade! Blöder Arsch! Mann, wieder dieses ESC-Lied! GG kriegst du nicht. Na komm. Ach, Daniel, ich deinstalliere jetzt. Ja, was soll ich sagen? Ich war so glücklich, dass wir mein Lied gehört haben. Und dann haben wir die beste Chance überhaupt und verkacken sie. Und dann kriegen wir im Gegenzug das Tor. Super, super ärgerlich. Aber ich habe zumindest mein Lied gehört. Ich wollte das aber unbedingt gewinnen. Und ich habe natürlich deinstalliert. Nee, ich habe nicht deinstalliert. Aber ich war kurz davor, wirklich kurz davor. Wenn ihr mehr Rocket League Stuff sehen wollt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bei uns herrscht nämlich immer das pure Chaos. Wenn ihr noch mehr Chaos sehen wollt, müsst ihr die Runde Hand Showdown mit Daniel heute angucken. Das war, glaube ich, noch viel, viel schlimmer als das hier. Habt einen sensationellen Tag. Tschüss.